herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome of the... Ja, Rome Total War und Rise of the Republic in einen Titel gebracht. Ja, wir kämpfen jetzt gegen die blühen Abtrünnigen und ich hoffe, wir haben... Wolfpack, das war... Und die... Hä? Die 501. und Wolfpack? Wieso heißen beide so wie... Wahrscheinlich hat er einfach das kopiert. So. Was mich wundert ist, ich sehe gar nichts mehr von dem. Also beim Aufstellen sehe ich nicht mehr, wo er ist und so weiter. Wundert mich etwas. So. So. Die sind ja sowieso erstmal als Scouts unterwegs. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aber wieso sehe ich nicht den Pfeil? Ja, hier, danke schön. So, dann werde ich erstmal hier hingehen. Aber wieso gehen die dann... Gehen die dann Richtung Süden? Ich hätte die ganz leicht abfangen können. Aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil... Ja, weil ich nicht dran gedacht habe. Ich wollte halt die große Armee hier jetzt abfangen und nicht die Garnisonspuppe. Die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das läuft doch schon ganz gut. Jetzt greift ihn an. Danke. Uiuiuiui. Jetzt umrundet er mich aber auch. Wieso stocken die ganze Zeit? Das ist sowas von idiotisch. Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich. Der ist ja auch... Feindliche General!
sagen, es kommt von hinten. Echt cool, was der da macht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Upsi. Wie schnell sind die denn? Das ist echt ein bisschen blöd hier. So. Jetzt aber. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das kann passieren. Würdet ihr bitte... Meine Güte. Ich muss wirklich 10.000 Mal klicken, damit einmal... ein Rechtsklick ja, erkannt wird. Meine Güte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schön hier hin. Ihr geht schön dahin. Du gehst schön dahin. Und warum sollte das jetzt knapp gewesen sein? Ja, ein bisschen noch. Ja. War ja erfolgreich, ne? So. Passt. Gut. Verluste 260, getötet 2700. Kleiner Unterschied. Passt. So, wer war am besten? Die da, mit fast 400. Junge, das war ja echt erfolgreich. 2-2-6. Mhm. Sehr schön. Ja, die haben nichts umgebaut. Passt. So, nächste Runde seid ihr dann dran. Wunderbar. So. Der bleibt mal jetzt da oben. Ach, ich hab ich schon. Gut. Stimmt ja, letztes Mal Blei, genau. Letztes Mal haben wir ja ziemlich alles schon gemacht. Außer halt das da wieder. Alles schön aktivieren.
Auch wenn ich nicht verstehe, warum. Warum der das Ruf immer... eures Volkes eilt euch voraus. Militärischer Zugang. Ah, genau. Salve. Wie beordert werde ich mir eure... Der will das noch nicht. Okay. Der mag das noch nicht. So. Dann... Ach, ein Erlass. Dann erlassen wir das mal hier. Steuersatz. Steuersatz. Den geht es hier gerade sehr gut. Super. Warte, ich schenke mir kurz was ein. Mein Gaumen wird trocken. Das ist halt der Vorteil, oder also Vor- und Nachteil. Wenn man so viel Arbeit zu tun hat, dann muss man halt ja immer abends das aufnehmen, und jetzt hatte ich halt heute einen freien Tag und nehme halt die ganze Zeit schon auf, weil das halt heute früh. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, dann gibt mir halt 700 Gold, passt. Genau, wenn man halt dann einen Tag frei hat, dann muss man das halt ausnutzen. Ja, da habe ich das vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Wer bist du? Na gut, dann muss ich halt wieder zurück. Ja. So. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt sofort gleich zu Amazon und bestell mir so eine verdammte neue Maus. Die nervt. Alter Verwalter. Oh. Okay, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Habe ich überhaupt noch Feinde? Ah, da oben, ein bisschen. Eieiei. Das passiert dann, ne? Also, das ist doch sowas von idiotisch. Idiotisch. So. Du baust das mal aus, du baust das aus. Und wieder kein Geld. Und was hat er nochmal gemeint? Also Krieg erklärt, bla bla. Haushalt erweitert sich, Flotte zerstört, Erlass erteilt. Rang erhöht. Hohe Chance auf Sezession. 97? Wer will denn jetzt? Wahrscheinlich die da. Warte, wo ist der? Das ist der. Und welche Ding würde... warte, das muss ich hier schauen. Ja, genau, die da, ne? Ich wette, das sind die da. Ich wette, das ist die komplette. Das da wäre, also hier beim Heimatding wäre ein bisschen blöd, weil dann müsste ich hier halt eine neue Armee ausbauen. Ich wette, das ist hier, das da. Weil hier habe ich jetzt gerade
Ja, das Militärding gebaut. Das heißt, er kann da jetzt Militär bauen. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Das mache ich jetzt weg. Das mache ich jetzt weg. Falls er... Nahkampf. Genau, falls er wirklich die Provinz da übernimmt. Wobei, wenn er die jetzt übernimmt, dann übernimmt er sie jetzt. Also, wenn, dann ist es jetzt auch schon zu spät. Jetzt geht er wieder nach Osten rüber. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht aufhalte, dann holt er sich's wieder. Ja. Oh, knapper Sieg. Passt. Für 500. Läuft. Ja, jetzt mach mal hinne hier. Mach mal hinne. Ja, genau, der holt sich's jetzt halt wieder. Diese Maus. Die hat eigentlich erst, glaube ich, vorgestern oder so plötzlich damit angefangen. Einfach so. Ich bin halt ja noch nicht mit der ersten Sezession fertig und schon kommt die nächste, bestimmt. Forschung abgeschlossen. Ein Kind schon wieder. Nahrungsmittelknappheit, einfach so. Verstimmte Plebejer. Alles doof hier. Ach, hi. Sorry. Jo, mache ich später. Du. Ja, komm. Super. Ui, 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 ui. Was ist da passiert? Kosten 3000? 2000? Yeah, nice. So, jetzt könnt ihr mich alle mal. So. Und du? Ja, das stimmt, die können denen wirklich nicht helfen. Und ich würde sagen, dass... Was sollen wir das spielen? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Komm, das ist easy. So, komplett weg und nochmal besetzt. Super. So. Das ist mal geil. So, wo sind die? Die sind hier. Die gehen jetzt Richtung oben. Und die scoutet jetzt mal. Super. So, wir haben die Forschung abgeschlossen. Die zweite Legion. Hä, die zweite Legion? Erforscht diese Technologie, um die militärische Technologiekette freizuschalten. Ach so, ja. Okay. So, wir haben jetzt die da.
Und jetzt gehen wir hier drauf. Dann haben wir 1, 2, 3 Erfahrungsränge. Schon von Haus aus, das ist super. Und dann gehen wir wieder auf Ding. Auf Wirtschaft. Und dann läuft das. So, als nächstes, das sind ja immer noch Abtrünnige. Fähigkeit. Du bekommst nochmal einen Dolch. Du bekommst nichts. Du machst was. Du bekommst nichts. Du auch nicht. Hier können wir noch einen hochleveln. Du bekommst nichts. Du nix. Du nix. Du nix. Und weiter geht's. Achso. Entschuldigung. Ey, das war hier oben nicht. Dann würde ich sagen. Scheißsatz. Wir brauchen echt nochmal ein bisschen Kohli. Kohlio. Es juckt. Njam, 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 njam. Super. Nuragische Konföderation. Die lebt halt immer noch, aber nicht mehr lange. Ich finde es immer so seltsam, wenn die ihre Armeen aus der Stadt tun, die gerade mehr oder weniger belagert wird. Also wo die Hauptarmee von allen kurz davor ist, die zu erobern. Was machst du da? Was hat er da gemacht? Ich glaube, die Agentin da oben müsste. Der geht immer dahin und geht wieder weg. Ja. Kannst du ruhig versuchen. 1800. Nice. Das war nicht schlecht. So, Militärsabotage. Okay, Invasions an. Okay, Rang erhöht, Verschleiß, bla, gescheiterter Bestechung. Sezession, natürlich. Ach da. Elveta, das schaue ich dann gleich mal. Natürlich ist es da unten. Ne? So, was macht jetzt die 501. Legion? Die ist jetzt halt da, ne? So, jetzt hole ich mir erstmal die Storm und Blinder. Dann holst du dir, warte, den da. Attentat. Was? Ist die gut oder was? Oh ja, die ist gut. Upsi. Na gut. Die da kann ich noch verbessern. Uiuiui, Alter. Nahkampfabwehr 115. Die sind gut. Die sind very good. Ups. So. Nee, das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich auch nicht. Das kann ich nicht gebrauchen. Ruhestand, öffentliche Ordnung. So, jetzt ist die Frage, was ich. Also, die beiden. Ja, werde ich dann. Okay. Dann schicke ich mal die 501. Richtung. Richtung Bösewichte da drüben. Ich kann gar nichts mehr sehen. Römische Abtrünnige.
geht mal weg da. So, was habt ihr denn da? Kinder kann ich noch nicht bilden, oder? Nee, die sind noch zu jung. 1, 0. 0, 0, 0. So, Ermutigung. Erlass. Provinz unter Kontrolle. Welt der Wunder. Die alte Menhire. Ihr habt ein Wunder entdeckt. Menhire. Gleich das da? Ne, das ist einfach nur ein Kran. Ah, wahrscheinlich das da. Gut. Geplündert. Entschuldigung. Musste sein. Ja, du machst nichts. Du gehst jetzt mal. Warte mal, du gehst jetzt mal dahin. Agenten. Ja. Die habe ich ja nicht auf. Auf Töten spezialisiert, ne? Leider. So. Sondern stehlen. Gut. Dann die habe ich da noch nichts. Doch, da habe ich doch, oder? Nee, da wollte ich doch Steuerklasse. Hat er den Klicker schon wieder nicht akzeptiert? Naja, egal. Wir schauen jetzt erstmal, was die anderen machen. Also viel Schlimmes kommt ja momentan nicht mehr. Oder kann nicht mehr kommen. Ja, mal schauen. Also Korsika habe ich jetzt eigentlich ja, safe in der Hand. Und ich muss mal schauen, vielleicht besteche ich den, damit wir ein Militärbündnis haben. Und dann, ja, ist eigentlich mehr oder weniger alles safe. Ja, jetzt kommt er wieder, oder? Der will mal. Der will mich doch verquaken. Dann spiele ich das halt noch. Dann wird es ein bisschen längere Folge heute. Vor allem jetzt kommen noch die Söhne des Hermes noch dazu. Also, ja, okay, ist jetzt nicht so wild. So. Oh nein, was hast du denn gemacht? Dein armer General, ganz alleine. So. Hier kommt mal hierhin. Go. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Männer wanken. Also der ist ja, der hat ja aufgegeben.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt musst du... Was machst du da? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Jetzt rammen die nochmal. Come on. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Come on. Come on. Macht schon. Cool, und der gibt jetzt auch auf. Super. Uiuiui. So. Oh Gott. Die komplette Flotte hat sich gegenseitig einfach so platt gemacht. Ja, naja. Den Rest können wir jetzt auch noch machen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Natürlich, natürlich. Ist doch keine Frage hier. So. Nee. Feindliche General. Ja, warte, sowieso. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wie immer, ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Würde mir jetzt sehr helfen und sehr freuen. Und euch kostet es ja nichts. Und wie auch schon öfters gesagt, wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt und Anregungen oder Verbesserungsvorschläge und so weiter, einfach mir schreiben. Und ja, dann danke ich euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Und ja, hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Ich lasse das jetzt noch kurz ausfaden und dann ja, ist nichts passiert. Gut. Danke fürs Zuschauen.